Okay, immer hier, jetzt hier fertig. Solange Victor noch schnell genug ist, schneller als Tell brauchen wir auch nicht uns abhetzen und den Verkäufe. So, gehen wir hier hin, das wird wieder eine Herausforderung werden. Das ging es glaube ich auch nicht, weil jemand über die Brücken kommen muss, das ist mir nicht so einfach. So, gehen wir hier weiter. Aber ja, das ist schon alles fast erkundet. Nur noch hier oben fehlt noch. So, das müssen wir alles noch machen. Das Massaker haben wir auch. Wollen wir auch annehmen. Weil es da wohl die Möglichkeit geben soll, was ich wohl in den paar Dokumenten des Spiels gefunden habe, ist, dass es wohl die Möglichkeit gibt, die Belohnung trotzdem zu erhalten, ohne diesen Auftrag zu erfüllen, ihn mit Worten zu überzeugen, er sein zu lassen. Ja, gut, habe ich nicht gewusst. Deswegen. Es gibt also auch mal eine andere Art, die Quests zu erfüllen, teilweise. Für alle, die es interessiert. Man kann auch diverse Quests auch anders machen. Ja. Aber wir machen das so: Wir werden den abmetzeln, diese Wassermagier. So. Und fragen natürlich: Kommen die jetzt darüber, heile? Ich befürchte ehrlich gesagt nicht. Aber wer weiß das schon. Nein, einer bleibt hängen. War zu erwarten. War zu erwarten, einer hängen bleibt. Nur zwei, Tell auch. Naja, gut, egal. Ach, hier ist noch was. Guck mal an, ich will übersehen. Also übersehen hier noch ein bisschen Gold. Sowas. Und ein Schild auch noch. Oh Gott. Ja, wenn das richtig cool aussieht. Protection, nein, das ist alles Müll. Für uns zumindest. Können wir nicht gebrauchen. Weil ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass ich keine Pistole mit dem Schild verwenden kann. Ehrlich gesagt, eine Pistole ist für mich keine Zahnwaffe. Eine Pistole. Weil das unterscheidet das Ding ja immerhin von der Muskete. Dass man halt mit einer Hand schießen könnte. Und nicht in dem Spiel hier. In dem Spiel ist eine Pistole eine Zahnwaffe. Ja gut, ich weiß, im Marfall umfasst man den Schach, den halt den halt den Griff, wenn man mit beiden Händen, um besser zu zielen. Das stimmt, das gibt's eigentlich so nur in Ego-Shootern. Man hat so schießt aus der Hüfte heraus, ne? Aber. Naja. Grundsätzlich muss er auch möglich sein, Pistolen mit einer Hand zu abzuschießen. Da gibt es ja sicherlich auch Pistolen. Ich kenne mich jetzt mit Waffen überhaupt nicht so gut aus, muss ich zugeben, aber ich glaube, es gibt doch da auch Pistolen, die man wirklich mit einer Hand abschießt. Was für mich halt der große Unterschied ist zu einem richtigen Gewehr. Also wirklich zwei Hände braucht, um auch das gerade zu halten. Wenn man es genau betrachtet, macht es vielleicht auch doch Sinn, ne, dass Pistolen mit zwei Händen geführt werden. Wenn man es genau betrachtet, wenn man genauer zielen will, ist das wahrscheinlich so richtig. Und es gibt ja auch Pistolen, die haben wirklich so einen hohen Rückstoß. Da braucht das ist auch gar nicht so einfach, die selbst mit zwei Händen zu halten. Das stimmt schon. Eigentlich macht das, wie gesagt, so, glaube ich, so Sinn, dass man Pistolen auch mit zwei Händen schießt. Ja, wenn ich genau drüber nachdenke, macht das jetzt sogar doch Sinn. Und für die Ziel zum Tragen jetzt nicht, aber zum Zielen. Und darum geht es ja. Das Schild kannst du dann auch nicht mehr nehmen. Da muss man ja eher so einen Schlagstock nehmen. Und Schlagstock gibt es hier nicht. So, und da gehen wir vorbei. Nein, da will ich noch nicht hin. Machen wir beim nächsten Mal. Hier haben wir noch ein Gebäude übersehen. So, was sind denn Feinde? Wassermagier. Man eben gesagt, von denen sind friedlich. Uns wollen wir nicht friedlich gesonnen. So. So.
Warte mal. Tori hält doch rein so viel aus. Ach, scheiße. Muss ich wieder den Magier angreifen. Was mache ich auch hier? Greif lieber die Magier an, das hilft uns mehr. Oder die, und die Zauberinnen. So. Mehr. So. Muss ich einmal hier die Unterstützung halt wegräumen. So, jetzt geht's interessant hier mit denen. So, Tell muss mal wieder. Ach komm, mal eine Gruppe hier, Gruppenheilung bitte. Kann sogar ihn nehmen. So. So, Eber, halt nochmal den Zwerg. Ja, mitten reingeraten jetzt hier. Ja, der hat auch ordentlich viele Lebenspunkte. So. Komm her. So, nur noch den. Okay. Sturmtruppen. Die Weißhelme. Ja. Seit Star Wars sind die Sturmtruppen immer Weißhelme. Das ist halt der total Kontrast zu der... zu den Nazi-Sturmtruppen. Die waren immer braun oder schwarz. So. Das ist halt ein total Kontrast. Hoppa. Wie können wir posten? Wieder posten ist hier. Gold. Und ein Headknock. Gut, das ist ja ein Knüppel, ne? Nee, nur dieses Quantenist, das ist ein Questing-Weapon. Brauche ich aber nicht. Brauche ich nicht. Ja. Hier noch auf unsere Sachen hier. Was haben wir hier so? Ist hier irgendwas? Die Frage. Wollen wir mal posten? Sonst ist hier nix. Gut. So. Was jetzt? Waren wir hier auch schon drin? Glaubst du? Ne, hier waren wir noch nicht. Wieso waren wir hier noch nicht? Frag ich mich. Wieso waren wir hier noch nicht? Das habe ich beim letzten Mal hier gemacht, frag ich mich. Alle Quests gemacht und eigentlich wollte ich alle Gebäude auch untersuchen. Habe ich beides nicht gemacht. Habe ich wohl geschlafen mit offenen Augen, ne? Und ich drauf vorbeigelaufen. Auch mit offenen Augen. Ja. Hier die Katzen. Ja. Cooling Potion. Ja, nur hat es sich auch gelohnt hier reinzukommen. Sonst gibt es hier nichts weiter. Das war auch damit. Jetzt können wir hier. Mal hier hingehen. Und dahin ist die Frage über die Brücke. Halt immer Sachen, Brücke, wie gesagt. Ist eine Wegfindungsfalle hier. Ja, sieht man wieder. Bleiben nur zwei übrig. Sache Wegfindung über Brücken ist katastrophal in dem Spiel. Ja, Bugs hier und da hat das echt. Das wurde ja auch nie gepatcht in dem Spiel. Das wurde mal damals für die russische Version damals ein Patch angekündigt. Also 2006. Der kam aber nie. Es gab wohl mal einen Beta-Patch, der wurde aber nie veröffentlicht. Den gab's nur intern. Vom Entwickler. Und ja. Ist nie veröffentlicht worden. Ja, es gibt ja so einige Spiele, wo das ja wirklich auch passiert ist. Es gibt ja so ein paar Spiele. Da gibt es einen Beta-Patch, ein letzter Patch eines Spiels, der dann nie weiterentwickelt wurde und trotzdem dann verbuggt ist und neue Bugs auch einführt, weil Beta-Version ist. Ja, ist blöd, dass dann Patches macht und dann veröffentlicht man die nicht oder nicht vollständig, wenig fehlerfrei, weil die nie fertig entwickelt werden. Dieses Spiel wird auch einer von diesen Kandidaten. Ja, es gibt einen Patch, aber nicht für die Öffentlichkeit. Und auch keine Möglichkeit mehr irgendwie da ranzukommen. Das ist echt ein bisschen blöd. Aber so ist das. So. Haben wir hier noch ein bisschen was?
Ach, für das Spiel war mal ein Patch angekündigt für die russische Version. Ja, mit der englischen Version, die dann auf Steam gelandet ist, es kann so sein, dass die so inkludiert wurde. Dieser Beta-Patch kann natürlich sein. Aber dafür wurde auch nochmal ein Patch angekündigt, dann 2010 nochmal. Von dem Team, was halt dieses Spiel portiert hat. Aber der kam auch nicht raus. Also war alles immer ein bisschen durcheinander, ein bisschen seltsam. Ah, hier, Banditen. So. Na, da ist. Muss alle Leiste angreifen, damit ich hier die von Tell weghalten kann. Aber von unseren anderen Fernkämpfern. So. Ich will hier halt die nie angreifen. So. Okay. Also zumindest. Es gab eine Ankündigung eines Patches, die englische Version, und ich glaube auch für die russische auch, damals. Kann auch sein, dass es um dieselbe Version handelt. Kann auch möglich sein. Aber es kann auch wirklich sein, dass dieser Patch für die russische Version erst mit der Steam-Version veröffentlicht wurde. Also für die russische Retail-Version nie veröffentlicht wurde. Und dann ist für die englische Version auch nochmal ein Patch geben sollte. Für die ganzen Bugs, die wir hier halt schon erlebt haben, unter anderem. Wie gesagt, wir haben auch selbst Übersetzungsbugs von wegen russischer Bezeichnungen und so weiter. Ja. Ist ja auch ein bisschen seltsam alles abgelaufen. Aber wie gesagt, es wurde auch nie veröffentlicht dann wiederum. Ein Patch für das Spiel kam nie. Gab nur die Retail-Fassung, also bisher. Beziehungsweise die Steam-Version. Und da gab es ja noch eine Retail-Fassung. Die wiederum ist ja das, was ich hier spiele. Die wiederum hat zwar ein, zwei Bugs weniger. Ja, das ist ein bisschen der Witz daran. Ja, die Version hat ja ein, zwei Bugs weniger. Also wirklich grobe Bugs. Hat diese Version hier nicht einmal mehr. Die es in der Steam-Version immer noch gäbe. Wenn man das Spiel auf Steam hätte, es gibt es ja auch nicht mehr zu kaufen, wegen Lizenzbedingungen und so weiter. Also alles, wie gesagt, alles ein bisschen seltsam, undurchschaubar, weil alles Version 1.0 ist, aber eigentlich unterscheiden sich alle Versionen voneinander ein bisschen. Alles ein bisschen komisch. Bei der Steam-Version soll es nämlich einen Bug geben, dass man das Spiel gar nicht beenden kann. Was auch für viele vermutet wird, dass das der Grund ist, warum das Spiel gar nicht mehr auf Steam zu kaufen ist. Weil es da wohl ein Bug geben soll, der verhindert, dass man das Spiel, wie gesagt, durchspielen kann. Es ist halt Abstürz in der Endsequenz oder sowas. Und den soll es hier in der Vita-Version gar nicht mehr geben. Keine Ahnung. Es gab eigentlich für die Steam-Fassung auch einen Mod dafür. Also es gab da für die Steam-Version auch einen Mod von der Community, womit entsprechend die englische Version durchspielbar ist. Betrifft nur die englische Version, weil ich dann irgendwie mit Sprachdateien oder mit den Textdateien was nicht zu stimmen, dass das Spiel entsprechend abstürzt. In der russischen Version geht das nämlich fehlerfrei. Also ja, man kann so auch mal viel über dieses Spiel erzählen. Die Menge Uhr, ja, mal Pissing-Ballets hier und Warhammer und eine Pistole. Ja, und Kerosin für Tori. Ne, wo ist Tori? Tori ist da. Also nimmt er natürlich auf. Warhammer. Pistol. Okay. Warhammer. Typ Axt 65 bis 195. Nein, was soll ich damit? Die Pistole haben wir auch noch. 270. Ja gut. Naja, Huiuiuiui. Gar nicht mal schlecht, aber brauche ich nicht. Code auf Mail, Heavy Armor 65. Oh ja, ja, ja. Das ist was für ihn hier. Für Beta. Kann er so nehmen sofort. Dann nimmt er die sofort her. Ah, super. Haben wir hier noch für eine? Die ist doch schlechter, jetzt kann ich sie verkaufen.
Ja gut, der hat mehr Resistenz gegen Magie, aber die ist halt viel besser. Mehr AP, mehr Bild, krasses Zeug. Geile Sache. Das hat sich mal wieder richtig gelohnt hier, diesen Typ da zu erledigen. Warum immer nur der alleine ist, weiß ich nicht, aber... Naja. Das lohnt sich auf jeden Fall schon. Na, werden wir doch drei Folgen. Naja, nicht so schlimm, wie gesagt, haben wir ja Zeit. Wohl ist ja nicht. So. Okay. So. Dann noch Feinde. Panther. Der Level ist 26. Alter! Krass, der Iberlema fast tot. Meine Güte, ey. Was war noch? Was war das, ey? Loiva sofort mal einen drauf gekriegt, ey. War fast tot mit einem Angriff. Eine Angriffswelle, sag mal so. Waren alle drei auf einmal. Alle drei zusammen. Ja. Muss ich das formulieren. Okay. So, haben wir hier noch nur dieses kleine Fisselchen noch zu erkunden. Dann sind wir hier fertig. Ja, waren es mal die letzten, kann natürlich auch sein. Haben wir alles, sonst alles gemacht. So, aber ich vermute mal, es war noch nicht alles. Irgendwo sind die bestimmt noch welche hier in diesem kleinen Teil des Waldes. Weil ich mich mittlerweile auch frage, ob es irgendwo anderes zu sehen geben wird. Ein Buch tatsächlich nicht. Deswegen denke ich mal hier auch nicht. Die Welt ist halt so, wie ist halt wie Wald, wie die Tundra in Russland. So ein bisschen. War noch. War nicht die Nadelwald, die Tundra? Ich glaube schon, ne? War die Wälder. Oder die russische Steppe, kann auch sein. Ich glaube, war doch die Tundra. Tundra so mit Bäumen. Ja, das war's dann. Hier gibt's auch noch keine mehr. Wo sind die Geschäfte hier zu unserem Kollegen, wo wir schon mal waren? Da haben wir auch angefangen, haben wir wieder auf. Wie sieht's aus? So. Okay. So. Meine Güte. Also langsam. Ja, wo wir letztes Mal aufgehört haben, können wir wieder. Können wir aufhören. Ist halt passend. Tradesman. So, kann alles verkauft werden, braucht man eben alles nicht. Habe ich alles schon überprüft, was das angeht. War ich auch nicht. War ich auch nicht. Die Pistole war ich auch nicht. Die behalte ich für mich selber. Die brauche ich auch noch. Weil ich die noch nicht habe. Müsste auch bald soweit sein. Die kann ich verkaufen. Warte, die nehmen wir auch noch. Hauptwerk wollte ich auch behalten, glaube ich. Protection habe ich glaube alles schon ausgetauscht, was ich da austauschen wollte. Aber hier noch? Was ist das denn für eine? Die ist ja gar nicht mal so schlecht. Vielleicht behalte ich die doch mal. Gucken wir beim nächsten Mal nochmal an. Ich will das jetzt noch durchkriegen jetzt hier. Innerhalb der Stunde. Text 36, naja, was schwache Werte ansonsten. Die brauche ich nicht, habe ich ja schon. Die Schilde brauche ich auch alle nicht. Auch wenn das richtig cool aussieht. Aber hilft mir nicht. Da kann ich gar nicht mehr kaufen. Na dann gehe ich mal zu ihm halt weiter. Kann ich mehr kaufen. Ich glaub's ja nicht, ja. So, die behalte ich auch. Habe ich hier noch was? Nee. Das kann ich noch nehmen. Das habe ich. Die kann ich verkaufen, ne? Die brauche ich mir auch nicht mehr. So. Das behalte ich auch alles. Die kann ich auch loswerden. Und Waiter kann die auch verkaufen. Und die brauche ich auch nicht mehr. Also, nehmen wir weg. Und ja, können jetzt wohl aufhören. So. Und sagt daher, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt an den Kommentar und an die Bewertungen.
Und damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.